Am meisten beeindruckt haben mich die Menschen hier, wie sie umgehen mit einem, natürlich erst zurückhaltend, aber dann total herzlich und man fühlt sich hier sehr willkommen. Die größte Überraschung war, dass die Namibier so offen waren, uns direkt in ihren Kreis ihrer Mitte aufgenommen haben. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Es war jetzt keine Barriere zwischen uns. Es war direkt so wie gute Freunde, als wenn man sich schon 5, 6 Jahre kennt. Das hat mich wirklich überrascht. Mein Name ist Anna-Maria Schäfer, ich bin 18 Jahre alt. Ich gehe zur Schule auf das Robert-Wetzler-Berufskolleg in Bonn, mache eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und bin momentan im NICE in Namibia, in Windhoek. Und wir haben eine Begegnung hier, damit wir die Arbeit von anderen Hotelfachleuten kennenlernen. So the exchange program for the students between the Namibian students and also the German students is actually quite important because people in the world, they do not, Namibians especially, they are not being exposed to the international standards. And then so is also the Germans, the European part, once they come to Africa, they actually not well aware about the whole culture or things, and then also the whole standards that we are operating, that they might think that it's quite a different setup that we have, but all in all, we are all working in the same level of the hospitality standards. Was mich überrascht hat, ist, dass die Arbeit gar nicht so unterschiedlich ist, wie zu dem in Deutschland. Sie haben die gleiche Einstellung, sie arbeiten genau gleich. Am meisten beeindruckt haben mich eigentlich die Leute. Die sind wirklich sehr, also erstmal ein bisschen zurückhaltend, aber wenn man mit ihnen spricht, dann sind sie auch sehr offen, sehr, sehr hilfsbereit und es macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten hier. Es hat mich wirklich beeindruckt. Es ist ein ganz anderer Ton als zu Hause. Und selbst wenn mal was schief läuft, dann wird da nicht rumgebrüllt, was zu Hause schon mal vorkommen kann, oder das Pfannen fliegen. Das ist ja alles ein bisschen gelassener. Und davon nehme ich mir ein Stück mit nach Hause, denke ich. Also ich finde, es sollte jeder, der die Möglichkeit hat, es machen, auf jeden Fall.